Straßenbahn und Stadtverkehr in Mühlhausen. Herzlich willkommen zu einem knappen Jahrhundert Geschichte der Personenbeförderung von 1898 bis zum Anfang der 1990er Jahre. Unterlegt mit etwa 200 sowohl bekannter als auch unbekannter, recht seltener Fotografien aus dieser Zeit, möchte ich Ihnen einen weiteren Teil der Mühlhäuser Geschichte näher bringen. Starten wir mit den ersten Jahren des Bestehens der Mühlhäuser Straßenbahn in den Jahren 1899 bis 1905 am Mühlhäuser Staatsbahnhof. Während die Farbe der ersten Triebwagenserie ein dunkles Braun war, stellte man ab etwa 1905 die Farbgebung der Bahn auf ein schlichtes Beige um. 1878 wurde dem Magistrat der Stadt erste Pläne für den Bau einer Pferdebahn in Mühlhausen vorgelegt. 1892 legte der Oberpostassistent und Stadtverordnete Theodor Wiesenthal ein Projekt zum Bau einer elektrischen Straßenbahn vom Börsenplatz, der heutigen Einmündung der Friedensstraße auf die Wanfriederstraße, bis zum Weißen Haus am Stadtwald vor. Der Magistrat begann Verhandlungen mit Stuckert & Co. in Nürnberg über den Bau der Bahn. Ein Gasbahnprojekt zwischen Bahnhof und Stadtwald ging 1895 ein, wurde aber verworfen. Auch ein Angebot der AG für elektrische Anlagen und Bahnen Dresden wurde abgelehnt. Am 27. Juni 1897 wurde der Vertrag zwischen dem Magistrat der Stadt Mühlhausen und der Firma Stuckert & Co. aus Nürnberg über den Bau einer elektrischen Straßenbahn mit 1 Meter Spurweite und dem dazugehörigen E-Werk unterzeichnet. Bis zum Ende der 1920er Jahre wurde der Personenverkehr ausschließlich durch die am 27. Dezember 1898 eröffnete Straßenbahn abgewickelt. Vorerst nur auf der Unterstadtlinie Bahnhof Bastmarkt und der Außenlinie Bastmarkt-Popperode kam 1899 die Verlängerung der Außenlinie bis zum Weißen Haus hinzu. Es folgte im April 1901 die Inbetriebnahme der Oberstadtlinie vom Bahnhof bis zum Frauentor und im November 1901 die Verlängerung bis zur Aue. Nachdem 1903 das Betriebsgleis vom Blobach zum Bastmarkt eröffnet wurde und 1913 die 1911 fertiggestellte Pfafferode-Linie auch für den Personenverkehr in Betrieb ging, wurde 1921 das Depot in der Waldstraße geschlossen und an die Aue verlegt. Zuvor übernahm die Stadt Mühlhausen den Betrieb der Straßenbahn in Eigenregie. Das alte Depot mit dem 1000 PS starken Schiffsdiesel, der in den Siemens-Schuckert-Werken in den 1930er Jahren gebaut wurde und die Stromversorgung der Straßenbahn sicherstellte, ist hier zu sehen, wie auch die 600 kW Dampfturbine aus dem Jahre 1904. Das neue Depot an der Aue, das zuvor die Werkstatt war und um 1920 erweitert wurde, ist auf der folgenden Aufnahme aus den 1920er Jahren dargestellt. Inflationsbedingt wurde 1922 und 1923 der Straßenbahnverkehr zur Personenbeförderung kurzzeitig eingestellt, der Güterverkehr nach Pfafferode lief aber weiter. Ab Anfang der 1930er Jahre kam, vor allem als Anbindung der damals neuen Kasernen bei Görma und in der Windeberger Landstraße, aber auch für die Rosenhof-Kaserne und die Sachsensiedlung, Busse zum Einsatz. Diese Stadtlinien wurden aber noch durch die Reichspost betrieben. Eine geplante Erweiterung des Straßenbahnnetzes Richtung Görma, zur Fuchskaserne und in Richtung Ammern wurde wegen zu hoher Kosten nicht realisiert und später ganz verworfen.
12. Februar 1930 kam es zu einem schweren Busunglück, bei dem ein Stadtbus das Geländer der Wagenstädter Brücke durchbrach, in die Unstrut fiel und auf dem Dach zu liegen kam. Aber auch die Straßenbahn blieb von Unfällen nicht verschont. Dafür zwei Beispiele. Um 1920 sprang Triebwagen 5 mit Beiwagen 16 bei Poperode wegen Bremsversagen aus den Schienen. Auf der langen Gefällstrecke vom Wald bis Poperode wurden die Bremsen oft überbeansprucht und versagten. Aus diesem Grund durften Güterzüge nur sehr langsam auf diesem Streckenabschnitt fahren und mussten mit einem Schlussbremser ausgestattet sein. Am 16. Oktober 1933 verunglückte Triebwagen 43 am Bahnhofsplatz Ecke Augustastraße. Hier soll zu hohe Geschwindigkeit beim Befahren der Kurve die Ursache gewesen sein. Auch später, vor allem in den Nachkriegsjahren, war die Straßenbahn sehr unfallbehaftet. Der letzte größere Unfall ereignete sich mit Triebwagen 82 am 24. November 1965 in der Wanfrieder Straße. Alkohol, zu hohe Geschwindigkeit und schlechter Schienenzustand kosteten dem Tischlermeister Ochs damals das Leben. So viel zum Unfallgeschehen von Bus und Bahn in Mühlhausen. Zurück zur Geschichte. Nach der Zusammenlegung von E-Werk, Gas- und Wasserwerk sowie der Straßenbahn am 1. Oktober 1933 waren alle städtischen Betriebe unter der Bezeichnung Stadtwerke Mühlhausen in Thüringen zusammengefasst. 1935 übernahm dann die Elektrizitätswerk und Überlandzentrale Mühlhausen in Thüringen GmbH den Betrieb. Wurde die Görmer-Kaserne und die Fuchs-Kaserne bisher oft nur bei Bedarf bedient, eröffnete im Mai 1937 die erste feste Stadtbuslinie von der Windeberger Landstraße zum neuen Friedhof. 1939 erfolgte der eingleisige Ausbau der Stadtwaldstrecke Prinzenhaus Gerätebau GmbH. Ab 1941 wurden, trotz des Zweiten Weltkrieges und dem damit verbundenen Materialstopps für Zivilprojekte, alle Triebwagen der Mühlhäuser Straßenbahn von Stangen auf moderne Scherenstromabnehmer umgerüstet. Während nun schon Nachkriegsaufnahmen vom Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre zu sehen sind, noch ein paar Informationen aus den 1940ern. Im April 1942 kam es zu einer weiteren Betriebsübernahme der Mühlhäuser Stadtwerke. Bis 1948 hießen sie nun Überlandwerk Nordthüringen GmbH Mühlhausen in Thüringen. Am 3. April 1945 wurde der gesamte Straßenbahnverkehr in Mühlhausen kriegsbedingt eingestellt. Am 14. Mai 1945 nahm die Straßenbahn den Güterverkehr vor allem für die Landesheilanstalt Pfafferode wieder auf. Der Personenverkehr auf der Strecke Aue-Pfafferode folgte am 7. Juli 1945. Im Oktober 1945 wurde die Straßenbahn von der sowjetischen Besatzungsmacht beschlagnahmt. Bis zum Jahreswechsel 1945-1946 fuhr die Bahn wieder auf allen Strecken nach dem Vorkriegsfahrplan von 1939. 1945-46 erfolgte die kurzzeitige Stilllegung der gesamten Waldstrecke und die Demontage der Teilstrecke Prinzenhaus-Gerätebau. Ab Mitte 1946 wurde die Strecke zum Weißen Haus wieder planmäßig bedient. Im April 1948 wurde die Bahn an den Energiebezirk Süd, Bezirksdirektion Bleicherode, angegliedert und im Juli desselben Jahres wurde E-Werk und Straßenbahn volkseigen. 1951 erfolgte die Rückgabe der Straßenbahn in städtische Verwaltung und die Bildung des VEB Städtischer Verkehr Mühlhausen in Thüringen. 1954 eröffnete die innerstädtische Buslinie Mühlhausen-Ammern. Zu dieser Zeit beförderte die Straßenbahn etwa 4 Millionen und die Omnibusse 0,5 Millionen Fahrgäste im Jahr. Bis 1960 wurde das Omnibusnetz weiter ausgebaut. Bevor wir aber zu den 1960er Jahren, dem bei weitem schönsten, meist farbigen Fotos
aber auch dem endgültigen Aus für die Mühlhäuser Straßenbahn kommen, möchte ich mich einigen Aufnahmen des Gleisnetzes zuwenden. Sie entstanden zwischen 1960 und 1969 auf verschiedenen Teilstrecken der Bahn und haben mittlerweile Seltenheitswert. Dazu nehmen wir uns den Streckenplan der Mühlhäuser Straßenbahn zur Hand, auf dem oben die Außenlinie und unten die beiden Innenstadtlinien dargestellt sind. Rot unterlegt erscheinen die Streckenabschnitte, die hier bildlich festgehalten wurden. Damit auch alle, die die Straßenbahn nicht mehr erlebt haben, wissen, wo wir uns etwa befinden, rückt die Karte dann in die obere rechte Ecke und zeigt den Bereich der jeweiligen Aufnahmen ebenfalls in Rot an. Den Anfang machen die Oberstadtlinie mit Weiche und Haltestelle am Blobach und die Herrentordurchfahrt, gefolgt vom Kreuzungsbereich Bastmarkt-Wanfriederstraße auf der Unterstadtlinie. Weiter geht es entlang der Wanfriederstraße zur Einmündung Grünstraße, sowie bis zur Höhe der heutigen Adler-Apotheke kurz unterhalb der Tankstelle. Die letzten Gleisaufnahmen der Stadtlinien sind die am Gleisdreieck Aue in der Kasseler Straße. Auf der Außenlinie geht es von der Ausweiche mit Haltestelle am Schwanteich entlang des Rasengleises bis zur Popperöder Weiche. Hier befand sich ein Abstellgleis für ausgediente Güterwaggons. Von Popperode aus zeigen die nächsten Bilder die Kreuzung Quellweg und die Waldstraße bis zur Feldweiche. Der sogenannte katholische Bahnhof mit den Gleisanlagen in Richtung Pfafferode zur Betriebszeit um 1958 und nach der Stilllegung 1965 ist hier zu sehen. Zurück auf der Waldstraße zeigen diese Aufnahmen die Gleise bis zum Prinzenhaus. Das Waldgleis zwischen Prinzen und Weißem Haus bildet hier den Abschluss. Die 1960er Jahre. Zeit des Umbruchs im städtischen Nahverkehr in Mühlhausen, aber auch die Zeit, in denen die schönsten Aufnahmen der Straßenbahn entstanden. Begeben wir uns auf eine bildliche Reise, die letzten Jahre der Bahn und den Beginn der Umstellung des Stadtverkehrs auf Omnibusse zeigt. Schon am Anfang der 1960er Jahre wurde klar, dass ohne großzügigen Umbau des Schienennetzes und des Fuhrparks der Bahn, welcher auf dem Nachkriegsstand stehen geblieben war, eine Modernisierung der Mühlhäuser Straßenbahn nicht möglich war. Trotzdem erwirtschaftete die Bahn Überschüsse, aber zu Lasten von notwendigen Investitionen.
Im Januar 1963 jährte sich die Anbindung von Pfaffenrode an das Straßenbahnnetz zum 50. Mal. Als Geschenk erschien in der Zeitung Das Volk ein Artikel zu diesem Jubiläum, in dem es hieß: Die Perspektive des Verkehrsbetriebes sieht vor, die Personenbeförderung nach Pfaffenrode künftig mit Omnibussen durchzuführen, um so Verbesserungen im Verkehrsablauf und in der Verkehrskultur zu erreichen. Noch lag aber das Beförderungsaufkommen auf der Pfaffenrode-Linie etwa bei monatlich 25.000 Personen und 10.000 Tonnen Kohle. Nachdem im April 1965 der Ein-Mann- und Zahlboxenverkehr auf der Oberstadtlinie eingeführt wurde, war dies wahrscheinlich der Anfang vom Ende der Straßenbahn. Ein weißes Schild mit der Aufschrift OS für ohne Schaffner war seither deutlich sichtbar am Einstieg angebracht. Dieses Schild war ab Juli 1967 auch auf der Unterstadtlinie zu sehen. Die Außenlinie zum Wald wurde aber bis zuletzt mit Schaffnern bedient. Während Sie sich die Bilder der verschiedenen Fahrzeuge der Mühlhäuser Straßenbahn aus den 1960er Jahren ansehen, möchte ich einmal auf die einzelnen Triebwagen eingehen. 48 unterschiedliche Triebwagen mit unterschiedlichen Nummern waren bei der Mühlhäuser Straßenbahn während ihres Bestehens im Einsatz. Hinzu kamen 24 Beiwagen und zuletzt 15 Güterwagen. Die Trieb- oder auch Motorwagen mit den Nummern 1 bis 12 wurden 1898 bei Bodmann und Glück in Gotha gebaut, waren mit einer Elektrik von Siemens und Schuckert, kurz SSW, ausgerüstet und hatten eine Leistung von 2x13,7 kW. Außer Nummer 12, der bis 1918 als Schneepflugwagen im Einsatz war, hatten alle eine Länge von 7,30 m, 16 Sitz- und 14 Stehplätze und einen offenen Führerstand. Wagen 1 und 10 wurden 1950 und Wagen 2 1959 zu Arbeitstriebwagen umgebaut und versahen ihren Dienst bis in die 1960er Jahre. Die Triebwagen 7 bis 9 wurden 1941 und die Wagen 3 bis 6 1951 ausgemustert. Triebwagen 12-2 kam 1918 aus Nordhausen und wurde 1900 von der Hannoverschen Waggonfabrik mit einer SSW-Elektrik gebaut. Er versah seinen Dienst bis 1950 und wurde dann zu einem Arbeitstriebwagen mit der Nummer 12 umgebaut. Nun wäre es langweilig, von jedem einzelnen Fahrzeug die Daten hier darzulegen. Deshalb beschränke ich mich auf die wichtigsten. Dazu zählen die MAN-Triebwagen 23 bis 26. Sie waren ebenfalls mit einer SSW-Elektrik ausgestattet, waren 8,28 Meter lang, hatten 18 Sitz- und 20 Stehplätze sowie eine Leistung von 2x18,4 kW. 1925 und 26 wurden sie in Mühlhausen umgebaut, bekamen die Nummern 46 bis 49 und waren bis zum letzten Tag im Einsatz. Ebenfalls zur oft bildlich festgehaltenen 40er-Serie gehören die Triebwagen 42 bis 45. Sie wurden 1926-27 in Mühlhausen gebaut, hatten eine Elektrik von Braun, Boveri und Ski, waren 9,50 Meter lang, hatten 18 Sitzplätze und 22 Stehplätze bei einer Leistung von 2x39 kW. Triebwagen 43 wurde nach der Wende aus einem Garten geborgen, aufwendig saniert und steht heute im ehemaligen Lokschuppen am Wendewehr. Neben wenigen, meist unsichtbaren Hinterlassenschaften ist Triebwagen 43 der letzte Zeuge der fast 70-jährigen Straßenbahngeschichte in Mühlhausen. Triebwagen 50 und 51 wurden 1911 und 1913 bei MAN gebaut, hatten 18 Sitz- und 20 Stehplätze, waren 8,30 Meter lang und hatten eine Leistung von 2x33 kW. Sie waren für die damalige Zeit die stärksten, aber auch die letzten neuen Triebwagen, die die Mühlhäuser Straßenbahn in Dienst stellte. Eingesetzt wurden sie, meist mit Beiwagen,
vor allem auf der Außenstrecke zum Wald mit der langen Steigung von Poperode bis zum Prinzenhaus. Außer der Wechsel der Stromabnehmer in den 1940er Jahren blieben sie beide bis 1969 technisch unverändert im Einsatz. Alle anderen Triebwagen kamen aus anderen Städten nach Mühlhausen, vor allem aus Gotha und Erfurt. Der letzte Zugang war Triebwagen 58-2 aus Erfurt. Er wurde nach dem Unfall von Triebwagen 58-1 am 24. November 1965 in der Wanfrieder Straße in Dienst gestellt, da TW 58-1 derart beschädigt war, dass er verschrottet werden musste. Damals wurde sogar die Erfurter Lackierung beibehalten, da das Ende der Mühlhäuser Bahn schon abzusehen war. Neben Triebwagen 82, 83 und 84 war Triebwagen 58-2 der stärkste und größte Triebwagen mit 2x46 kW. Alle vier wurden in Gotha gebaut, hatten 24 Sitz- und 42 Stehplätze bei einer Länge von 10,34 Meter. Nun noch ein paar Worte zu den Beiwagen und Güterwagen. Die ersten Anhängerwagen wurden in Gotha gebaut und waren ab 1899 auf der Außenlinie im Einsatz. Meist waren es offene Sommerwagen mit Baujahr 1898, die später zu geschlossenen Wagen umgebaut wurden. Die Nummern 14 bis 17 waren 8,85 Meter lang, hatten 22 Sitz- und 18 Stehplätze. Alle vier wurden bis 1969 genutzt. Die Wagen 18 bis 22 waren nur 6,72 Meter lang, hatten aber 28 Sitzplätze und nur 10 Stehplätze. Sie wurden 1911 zu offenen Güterwagen umgebaut. 1903 und 1904 erhielt Mühlhausen die ersten 6 geschlossenen Beiwagen. 1910 folgten weitere 2 Wagen. Sie trugen die Nummern 27 bis 34. Als Wiesbadener Beiwagen wurden die Nummern 35 bis 38 bezeichnet, da sie im Jahre 1938 von der Wiesbadener Staatsbahn gekauft wurden. Charakteristisch für die Wiesbadener war das gewölbte Dach und ihre Länge von 8,40 Meter. Außer Beiwagen 35, der 1957 nach Eisenach ging, waren die Wiesbadener bis 1969 im Einsatz. Bei den Güterwagen, die vorwiegend zum Kohletransport nach Pfaffenrode genutzt wurden, handelte es sich um offene Wagen und Kipploren. Einige erwarb die Bahn von anderen Städten oder baute ausgediente Beiwagen um. Zwei besondere Güterwagen wären hier zu erwähnen. Einmal der Turmwagen 72 aus dem Jahre 1911 für Arbeiten an den Oberleitungen und zum anderen die Schweißlore 73 aus dem Jahre 1925. Diese wurde für Schweißarbeiten an Leitungsmasten und den Schienen genutzt. Nach diesem Ausflug in den Fuhrpark der Mühlhäuser Straßenbahn geht es nun wieder zurück zur Geschichte des Stadtverkehrs. Am 1. Juli 1965 war es dann soweit. Der Personenverkehr nach Pfaffenrode wurde auf Omnibusse umgestellt. Der Güterverkehr nach Pfaffenrode, vor allem der Kohletransport vom Bahnhof zum Heizwerk Pfaffenrode, wurde aber noch weiter mit der Straßenbahn bewältigt. Wurden 1964 noch ca. 4.296.000 km jährlich durch die Straßenbahn und 1.686.000 km durch Omnibusse zurückgelegt, verschob sich dieses Verhältnis nach der ersten Stilllegung zugunsten der Busse. Ein weiterer Tiefschlag drohte der Straßenbahn zwischen 1966 und 67. Aufgrund von Schlammablagerungen und Unterspülungen sollte die Außenstrecke am Nordufer des Schwanteichs zum 1. Juli 1967 gesperrt werden. Ein Notgleis auf dem Rasen wurde angelegt, das bis zur Stilllegung bestand. Ein Bauaufsichtsgutachten vom April 1967 bescheinigte einen desolaten Zustand der Bahn und der Gleisanlagen
und beschleunigte die Stilllegung maßgeblich. Aus heutiger Sicht mag es verwunderlich erscheinen, aber die Straßenbahn in Mühlhausen hatte schon seit Mitte der 1960er Jahre nicht nur mit veralteter Technik bei Fahrzeugen und Gleisanlagen sowie mit Materialmangel zu kämpfen, sondern auch mit Personalmangel. Mit immer weniger Personal in den Werkstätten und auf den Fahrzeugen wurde der Betrieb nur noch notdürftig am Laufen gehalten. Diese Situation hätte mit gleichbleibenden und gezielten Investitionen gleich nach dem Krieg verhindert werden können. Dass dies möglich gewesen wäre, zeigen Beispiele in anderen Städten wie Nordhausen oder Gotha. Zumindest ein Teil der Straßenbahn, zum Beispiel die Außenlinie von der Aue bis zum Stadtwald, hätten mit nicht allzu hohem Materialaufwand erhalten bleiben können. Seit Mitte der 1950er Jahre hatte sich der Straßenbahnverkehr stabilisiert und lag bei mehr als 4 Millionen beförderten Fahrgästen im Jahr. Hinzu kam der steigende Bedarf an Kohle für das Heizwerk in Pfafferode. Auch wurden ab Anfang der 1960er Jahre die Linie Bastmark-Pfafferode im Stundentakt bis Mitternacht bedient. War im ersten Quartal 1963 der VEB Städtischer Verkehr Mühlhausen noch Sieger im Wettbewerb der Nahverkehrsbetriebe der DDR, so wurden auch in Mühlhausen die finanziellen, materiellen und personellen Mittel immer knapper. Dies zeigte sich zuerst 1965 in der Umstellung auf Zahlboxen bei der Oberstadtlinie, was nicht aus Modernisierungsgründen geschah, sondern schlicht aus Personalmangel. Natürlich muss man in diesem Zusammenhang auch die Gründe betrachten, die für eine Stilllegung zumindest in der Innenstadt sprachen. Dies war vor allem die Streckenführung. Durch die schmalen Straßen und die meist sehr engen Kurven, vor allem in der Oberstadt, war der Einsatz von modernen Triebwagen mit größerem Achsstand technisch nicht möglich. Ein Beispiel dafür wäre die S-Kurve von der Herrenstraße durch das Herrentor bis zu Plowach. Aber auch der fortschreitende Verschleiß bei Fuhrpark- und Gleisanlagen, was aus nicht getätigten, notwendigen Investitionen der vergangenen 50 Jahre resultierte, ließ die Straßenbahn zu einem nicht mehr zeitgemäßen Verkehrsmittel werden. Billigere Transportvarianten waren in Form von Stadtbussen schnell gefunden. Schon allein die Tatsache, dass bei Omnibussen kein Gleis mehr zu unterhalten war und auch keine Oberleitungen, versprachen eine hohe Investitionsersparnis. Auch konnten die Busse ohne größere Schwierigkeiten auf fast allen Straßen der Stadt eingesetzt werden. Neue Linien und die Anbindung auch abgelegener Stadtteile war so kostengünstig möglich. Im Nachhinein betrachtet waren Misswirtschaft in allen Betriebsjahrzehnten, Materialmangel während und nach dem Krieg und das mangelnde Interesse von ein paar wenigen für die Stilllegung der Straßenbahn verantwortlich.
Ein Nebeneinander von Bahn und Bus hätte auch in Mühlhausen klappen können. Dazu wäre aber eine positive Einstellung unserer damaligen Stadtverordneten und des Bürgermeisters gegenüber der Bahn und ein gewisses Maß an Durchsetzungsvermögen gegenüber der SED-Bezirksleitung vonnöten gewesen. Wäre, wenn und aber. Zu ändern ist heute nach mehr als 47 Jahren daran nichts mehr. Auch damals nützte das Widersprechen von ein paar wenigen nichts, denn die nächste Streckenstilllegung kam Anfang 1968. Zunächst wurde die Oberstadtlinie zwischen Plobach und Aue eingestellt, was mit Straßenbaumaßnahmen am Bastmarkt und Plobach begründet wurde. Ende der Oberstadtlinie war nun die Haltestelle mit Weiche am kleinen Plobach. Am 6. Juli 1968 erfolgte die Einstellung der gesamten Oberstadtlinie und die Umstellung auf Omnibusse. Die Gesamtstilllegung der Straßenbahn wurde nur noch verwaltet, bis genügend Busse als Ersatz vorhanden waren. Die Unterstadt- und Außenlinie wurde vorerst weiter planmäßig betrieben. Der VEB Städtische Betriebe Mühlhausen in Thüringen, wie die Straßenbahn und das E-Werk seit 1951 hießen, wurde am 1. Januar 1969 dem VEB Kraftverkehr Mühlhausen in Thüringen angegliedert. Zu diesem Zeitpunkt war die Stilllegung der Straßenbahn und die Umstellung auf Omnibusse im Stadtverkehr schon beschlossene Sache. Einzig die Bevölkerung von Mühlhausen wurde bis zuletzt im Unklaren gelassen. Am 26. Juni 1969 um 20 Uhr fuhr die letzte planmäßige Straßenbahn durch Mühlhausen in Thüringen. Ab den Morgenstunden des 27. Juni 1969 übernahmen Busse den Personentransport durch die Stadt. Bis zur Einführung von 6 Stadtlinien am 1. Juni 1970, die auch Görma, Felchter und Ammern bedienten, gab es in Mühlhausen eine Oberstadt- und eine Unterstadtlinie bis zum Wald sowie eine Ringlinie. Ebenfalls am 27. Juni 1969 wurde begonnen, den Fuhrpark der Straßenbahn in der Schwanenteichallee aufzureihen und für den Abtransport vorzubereiten. Diese Bilder zeigen Beiwagen 37 bei der Verladung und Beiwagen 17 beim Abtransport. Einige Fahrzeuge standen noch lange auf Abstellgleisen am Güterbahnhof und bei Poperode. Andere wurden privat verkauft und dienten als Schuppen, Bootshäuser oder Gartenlauben. Der größte Teil jedoch wurde nach Leipzig gebracht, um dort als Arbeiterunterkünfte zu dienen. Aufgrund ihres desolaten Zustandes wurden sie aber verbrannt.
In Mühlhausen begann die straßenbahnlose Zeit, wenn sich auch die Beseitigung der Hinterlassenschaften der Bahn, vor allem der Schienen, bis zum Anfang der 1980er Jahre hinzogen. Die Bevölkerung musste sich mit der Situation abfinden, was sie auch tat. Wichtig war eine zuverlässige Beförderung. Nach und nach verschwand die Straßenbahn auch aus den meisten Köpfen und nur noch selten wurde ihr nachgetrauert. Bis 1975 wurde das alte Straßenbahndepot an der Aue noch als Betriebshof genutzt. Dann kam der Umzug in die Bonatstraße und damit auch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Angestellten und Fahrer sowie viel mehr Platz. Bis in die 1980er Jahre prägte der von 1955 bis 1973 in Ungarn gebaute Icarus 66 das Stadtbild. Nur zögerlich und je nach Finanzlage wurden Gelenkbusse der Icarus Serie 200 angeschafft. Während am Ende der 1970er und am Anfang der 1980er Jahre es noch so am Busbahnhof aussah, zeigte sich dieser nach der umfassenden Umgestaltung 1983/84 modern und fahrgastfreundlich. Außerdem wurden ab Juni 1981 weitere drei Stadtlinien eingeführt. Viele erinnern sich noch an die Busfahrscheine aus dieser Zeit, die beim Fahrer gelöst werden mussten. Ab 1984 begann der VEB Kraftverkehr seinen Fuhrpark zu modernisieren. Vor allem neue Gelenkzüge für den Stadtverkehr wurden angeschafft. Ab Januar 1985 kam ein neues Fahrscheinentwertersystem auf Lochbasis zum Einsatz, ohne die bisherigen Fahrpreise zu ändern. Damit fiel eine zusätzliche Aufgabe für die Fahrer weg, die ihre Aufmerksamkeit nun uneingeschränkt auf den Verkehr richten konnten. Im Oktober trat die letzte Änderung im Stadtverkehr von Mühlhausen vor der Wende und der Übernahme durch die Regionalbus GmbH in Kraft. Eine weitere Stadtlinie nahm ihren Betrieb auf. Damit lag die Personenbeförderungszahl im März 1988 bei täglich etwa 16.000 Fahrgästen. Realisiert wurde dies mit 25 Omnibussen und 15 Gelenkzügen. Ein weiteres Kapitel Mühlhäuser Geschichte wurde mit der Einstellung des Straßenbahnverkehrs für immer geschlossen. Wir Mühlhäuser haben diesen Einschnitt relativ unbeschadet überstanden und konnten uns auch danach auf eine sichere Beförderung im Stadtverkehr verlassen. Dies gilt auch für die Zeit nach 1990, als der VEB Kraftverkehr von der Regionalbus GmbH übernommen wurde. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden in der Hoffnung, dass Ihnen dieser Ausflug in die fast 100-jährige Geschichte des innerstädtischen Nahverkehrs von Mühlhausen in Thüringen gefallen hat. Wichtig dabei ist, dass die Erinnerungen wachgehalten werden und auch zukünftigen Generationen das Mühlhausen von damals mit Bildern und historischen Daten hoffentlich informativ und interessant nähergebracht werden kann.